1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist unsere Donnerstag-Nacht-Ausgabe und donnerstags haben wir ja wie immer ein Thema. Das Thema heute Nacht heißt Ekel. Ich möchte mich gerne mit euch darüber unterhalten, vor was ekelt ihr euch am meisten und was war bisher in eurem Leben das ekelhafteste, ekligste, was ihr erlebt habt und das ihr vielleicht niemals vergessen werdet. Thema Ekel heute bei uns, Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr uns gerne per Telefon erreichen wollt und per Mail unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Bin gespannt jetzt auf eine eklige Sendung und der erste Anrufer heute Nacht heißt Ralf. Ralf ist 41. Hallo? Hallo Domian. Hallo Ralf. Ich grüße euch. Danke, und selbst? Danke, es geht. So, haben wir das schon mal geklärt und wir reden jetzt über Ekel. Ja. Was hat dich denn bewogen, zu dem Thema bei mir anzurufen? Ich war mal beim Freund, das ist jetzt schon Jahre her, und der hat Schlangen und Spinnen. Oh, so in so einem Terrarium? In so einem Terrarium, ja. Natürlich getrennt voneinander aufbewahrt. Ja, sicherlich. Natürlich. Und? Finde ich per se eklig, wenn ich da hinkomme in so eine Wohnung und das sehe. Ja, ich hab mich da eigentlich auch nie vor geekelt so, weil die waren immer hinter Glas, Domian, die Tiere. Also das hat mir nie was ausgemacht. Nur wo ich kam, hat er das Terrarium der Schlangen sauber gemacht und hat seine Tiere auch weggesperrt in so einen Wäschekorb mit Deckel drauf. Ah, und währenddessen kamst du? Und ja, da kam ich. Und dann habe ich mich auch, wir haben uns auch unterhalten. Ja. Und ich habe mich hingesetzt und dann ist einer der Körbe umgefallen. Ah. In der eine oder mehrere Schlangen waren? Eine. Eine. Was für eine Schlange war da drin? Ein Python. Python ist Riesending. 1,50 Meter. 1,50 Meter. So eine ziemlich dicke, ne? Ja, ja, ziemlich dick. Also noch nie, so, wo damals war, also so dick wie mein Arm war sie schon. Ja. So, und wir haben uns unterhalten. Wir haben es beide nicht gemerkt im ersten Augenblick. Ja. Dann haben wir, ich habe mich dann hingesetzt auf den Stuhl und er hat dann auch das Terrarium sauber gemacht. Ja. Und auf einmal kam sie. Sie ist so ganz langsam den Stuhl hoch. Ich habe das nicht gemerkt. So wie gar nicht. Das Schlangen an sich haben. Und sie ist an deinem Stuhl hochgeklettert. Sie ist an meinem Stuhl hoch, ja. Wie furchtbar. Ja, also ich, weil mir hat das sonst nie was ausgemacht, wenn ich diese Tiere hinter Glas gesehen habe. Wann hast du sie denn bemerkt? Wo der Kopf auf meine Schulter lag. Ach, sie ist von hinten hochgeklettert. Ja, ja. Und dann plötzlich hattest du den Python-Schlangenkopf auf der Schulter. Auf der Schulter liegen. Du hast dich zur Seite gedreht und hoppla hopp, da war wer? Ja, es wurde etwas schwer auf der Schulter und da habe ich geguckt und dann habe ich diesen Kopf gesehen. Hat denn dein Freund das nicht bemerkt, dass sie... Nee, wir haben es also erst nicht bemerkt, kein gar nichts. Hat dich das denn erschrocken oder auch geekelt? Es hat mich erschrocken und geekelt, Domian. Das heißt, du ekelst dich vor Schlangen? Ich ekel mich vor Schlangen, ja, und vor Spinnen. Ach, und vor Spinnen auch. Aber die Spinnen waren noch an dem Tag im Terrarium. Ja, die hat er drin gelassen, sonst wäre ich, glaube ich, sofort geflüchtet. Ja, also ich muss dir sagen, ich finde Schlangen auch eklig. Spinnen nicht, Spinnen machen mir nichts aus, aber Schlangen finde ich auch sehr eklig. Wenn ich plötzlich einen Python-Kopf auf meiner Schulter hätte, würde mir ganz anders. Was hast du gemacht, als du den Kopf da gesehen hast? Ich bin versteinert, Domian. Du hast dich gar nicht bewegt? Nee, also ich habe mich gar nicht bewegt, ich bin ruhig sitzen geblieben. Hast du geschrien? Nee, überhaupt nicht, also dann hätte sie gebissen. Können Schlangen überhaupt hören? Die sind doch taub, oder? Ja, aber wenn du dich... Die Vibration hätte die vielleicht gemacht. Die Vibration, ja, also dieser... Ja, wie lange... Oder das Schreien. Wie lange hast du denn starr mit der Python auf der Schulter gesessen? Höchstens 10 bis 15 Sekunden, bis er es gemerkt hat. Ah ja. Und dann, ist er gekommen und hat sie weggenommen. Hätte denn da was passieren können? Wenn ich mich ruckartig bewegt hätte, ja, Domian, dann hätte sie mich beißen können. Hat dein Freund das bestätigt? Oder ja, er hat mir das bestätigt. War also, das nur deine Angst? Nee, er hat das auch gesagt. Also er war froh, dass ich ruhig sitzen geblieben bin. Ist Python, ich habe überhaupt keine Ahnung, ist Python nicht eine Würgeschlange? Das ist, ja, ist eine Würgeschlange. Also die kann...
Die beißt sich ja, wenn, bevor sie ihr Opfer, sag ich mal, wenn sie eine Ratte ist, beißt sie sich ja fest. Ach so. Und dann zieht sie das Tier, zieht sie sich ja erst zu. Verstehe. Sie hätte nicht die Chance gehabt, dich zu fressen. Nee. Da, das nicht, aber das ist schon, wenn man sowas ekelhaft findet, kann ich das gut verstehen, dass man da natürlich den Schock fürs Leben weg hat in Sachen Schlangen. Ja, mir wurde dann auch, wo er das Tier weggenommen hat, ich habe angefangen, mir zu kotzen, mir lief Blut aus der Nase. Ehrlich, so körperlich hast du reagiert darauf? Ja, das war richtig ekelhaft. Mhm. Bist du denn dann noch länger in der Wohnung geblieben? Nee. Hast du ihn nochmal besucht zu Hause? Ja, also ich fahre heute hin, aber bevor ich richtig in die Wohnung gucke, weil ich weiß, wie viele Schlangen er hat, zähle ich die Viecher durch, ist ein Terrarium auf, bin ich weg. Ja. Dann möchte ich sofort. Also, ich werde auch sehr, sehr, sehr gebremst, einen Freund zu besuchen, der sowas hat. Da würde ich vorher anrufen, sind die Schlangen auch alle in ihrem Haus, in ihrem Glashaus? Sonst würde ich da auch nicht auftauchen. Nee, das tue ich auch nicht mehr. Also das war mir eine große Lehre. Also großes ekelhaftes Erlebnis mit einer Schlange, mit einem Python-Kopf auf der Schulter. Ja. Das war Ralf. Ich danke für deinen Anruf, Ralf. Danke dir auch, Domian. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, wenn ihr gerade zugeschaltet haben solltet, ich sage mal eben in der Regie, dass ich die Leitung 1 nicht trennen kann hier. Nicht wegschalten, das müsst ihr machen. Wenn ihr gerade zugeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt Ekel. Ich möchte gerne mit euch über eklige Sachen reden. Das können ja so eher in Anführungszeichen harmlose Sachen sein, wie wir gerade gehört haben. Aber es können natürlich auch schwerwiegende Dinge sein, dass ihr irgendwas entdeckt habt, irgendeinen Eindruck hattet, der tiefen, tiefen Ekel in euch hervorgerufen hat. Einen Eindruck, den ihr gar nicht mehr los werdet. Und meine Frage so generell auch, vor was ekelt ihr euch? Was ist so was, wo ihr sagt, nee, da mache ich einen großen Bogen rum. Haltet mir dieses oder jenes oder ein Tier oder was auch immer ist vom Leib. Ich hatte mal ja jemand hier in der Sendung, der ekelte sich vor Knöpfen. Das fand ich ganz skurril. Ich glaube, das war eine Frau, die konnte keine Knöpfe ertragen. Am Pullover oder am Hemd oder was weiß ich. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Das hier ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Laura ist hier. Laura ist 24 Jahre alt. Hallo Laura. Hallo. Hallo. Zum Thema Ekel. Ja. Erzähl. Ja, also es geht eigentlich Ekel zum Thema Nähe oder Männer. Ja, also mehr Nähe eigentlich. Also Ekel von Nähe zu Menschen. Ja, genau. Also nur explizit zu Männern oder zu Menschen? Es waren eigentlich erst nur die Männer, aber es ist jetzt eigentlich Menschen allgemein. Aha. Also was steckt dahinter? Umarmung. Ja, also es ist damit angefangen, ich war in einer Beziehung. Mhm. Dieser Mann hat sich dann irgendwann um 180 Grad gedreht. Mhm. Und ja, war dann auch aggressiv, hat mich irgendwann in seiner Wohnung eingeschlossen. Mhm. Ich habe mich dann von ihm getrennt. Mhm. Aber eigentlich ging es dann erst richtig los. So. Also, wie lange wart ihr regulär zusammen vorher? Regulär zusammen waren wir eigentlich nur ungefähr 2,5 Monate. Ach so, dann hast du dich von ihm getrennt und dann ging es los, sagst du? Ja, genau. Also, dass er dann schon vor meiner Haustür stand, wenn ich von der Arbeit kam oder aber auch ich wohne im Mehrfamilienhaus, dass er dann schon in dem Haus war und dann halt auch Sachen wollte, die ich eigentlich nicht wollte. Was? Sie aber versucht hat durchzusetzen oder sie auch durchgesetzt hat. Was denn zum Beispiel? Ja, dass er dann wollte und ich nicht. Ich will aber und. Also Sex. Ja. Ja. Und das dann irgendwann auch so weit ging, dass er dann mit seinem Bruder bei mir war. Also so nach dem Motto, Brüder teilen alles und so. Und nach dem Motto was, Brüder? Teilen alles. Teilen alles. Mhm. Und ja, so ist das dann langsam gekommen. Ich meine, klar, diese Sache an sich. Moment, das muss ich mir erklären. Brüder teilen alles hat, was heißt das? Heißt das, dass der Bruder auch mit dir geschlafen hat? Ja. Du gezwungen wurdest, mit dem Bruder zu schlafen? Ja. Du
quasi vergewaltigt wurdest von dem Bruder? Ja, von beiden. Von beiden? Ja. In deiner Wohnung? Ja. Haben die sich mit Gewalt Zugang verschafft? Du sagst, die haben er hat aufgelauert im Haus. Genau, er hat mich dann, wenn er alleine war, war es auch schon ähnlich. Also, so ehe ich mich versehen habe, hat er mich dann halt schon an die Hauswand gedrückt und, entweder wenn... Ist das denn mehrfach vorgekommen, dass er dich zum Sex gezwungen hat? Ja, das ist mehrfach vorgekommen. Das ist mehrfach vorgekommen. Mhm. In dieser Phase, als ihr schon auseinander wart? Ja, genau. Dann sogar irgendwo im Hausflur oder im Keller? Ja, immer vor der Garage oder im Hausflur oder eben bei mir in der Wohnung, dass er sich mit seinem Bruder war, so dass er mich an die Hauswand gedrückt hat, der Bruder den Schlüssel geholt hat und dann... Mhm. Mit dem Bruder, das ist einmal passiert? Ja, das ist einmal passiert. Was würdest du sagen, wie viel Mal hat dieser Mann dich vergewaltigt? Weiß ich nicht. 20 Mal ungefähr. 30 Mal. Ich habe ihn danach angezeigt, als es mit seinem Bruder war. Ja. Aber ich habe die Anzeige später zurückgezogen. Warum? Weil er halt gesagt hat, ja, er hat mich auch mehrfach angerufen und so und dann auch gesagt, ja, das hat sowieso keinen Sinn und ich habe 20 Leute, die sagen können, also er ist Jugoslawe, 20 Leute, die, ich meine, das sagt nichts, aber so eine Clique quasi irgendwie, 20 Leute, die sagen können, ich war auf der Grillparty oder ich war da und da und hat sowieso keinen Sinn und irgendwann hat er auch mal gesagt, es ist mein Spiel und ich sage, wann es zu Ende ist. Und bist du denn nach der Vergewaltigung mit dem Bruder, diese Geschichte, du bist nicht zum Arzt gegangen? Ja, doch, ich war bei Ärztin, ja. Das heißt, man hätte doch dort Spermareste entnehmen können. Ich weiß, aber... Hat man das getan? Ja, hat man. Und dennoch hast du die Anzeige zurückgezogen? Ja. Aus Angst? Ja, und weil Angst? Er halt auch gesagt hat, so, ne, ist mein Spiel und ich sage, wann zu Ende ist. Und irgendwann hat er halt auch gesagt, ja, Ist es denn jetzt zu Ende? Also es waren Wochen Ruhe und ich habe auch gedacht, es wäre vorbei. Mhm. Aber ich glaube nicht, weil er auch an verschiedenen Orten, aber in der Öffentlichkeit wieder aufgetreten ist, aber nur so nach dem Motto, ich bin da, ich sehe dich, also mir da nichts getan hat, weil eben... Also er zeigt sich dir, dich zu einzuschüchtern, nach dem Motto, ich habe dich weiter im Visier. Ja. Wann war denn dieser schlimme Vorfall mit dem Bruder? Im Mai. Im Mai, das heißt, das liegt gar nicht so lange zurück. Und du lebst seitdem in Angst. Ja, kann man so sagen. Also ich gehe auch nur irgendwie telefonierend in meine Wohnung oder so. Ich eine Freundin habe, die weiß, was los ist und ich sage, ja, wenn irgendwas ist, so, Aber das, ja. Nee, sag bitte. Aber so schlimmer, also ich meine, ja, das ist alles schlimm und ich weiß auch gar nicht, wie man das irgendwie ändern kann, weil ich habe das Gefühl, man ist so, also es gibt nichts irgendwie, was man machen kann, um da rauszukommen, weil es immer Möglichkeiten gibt, wer mich irgendwie findet, aber mehr Angst habe ich halt irgendwie so, ja, auch um meinen Beruf und so, dass ich das nicht mehr alles machen kann und das ist was alles. Was für einen Beruf hast du? Ich arbeite mit behinderten Menschen. Man hat da auch zwangsläufig Körperkontakt. Also was machst du in der Behindertenbetreuung? Was ist das für ein Beruf? Ich bin Therapeutin. Therapeutin? Mhm. Psychotherapeutin? Oder? Ergotherapeutin. Das heißt, du arbeitest mit den Körpern der Menschen? Ja, und das fällt mir zunehmend schwerer. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich erst die Dramatik. Ja. Das heißt, du anfänglich hast du gesagt, ich habe Ekel vor Männern, mittlerweile vor Menschen, sie anzufassen überhaupt. Ja. Mhm. Das ist ja schon an sich schlimm genug, aufgrund dessen, was ich jetzt von dir gehört habe. Und jetzt hast du auch noch einen Beruf und du kannst in deinem Beruf, aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, hast du eine Aversion, Menschen anzufassen. Ja. Mhm. Ja, ich auch, wenn ich nach Hause komme. Also erstmal so muss ich,
nicht irgendwie ständig waschen. Ich meine, ich weiß auch, das macht das alles nicht besser oder verändert es nicht, aber wenn ich nach Hause komme, ich sofort die Sachen aus und duschen und ich meine, hinterher ist es noch genauso, aber... Ich finde, ich bin ganz erschüttert, Laura, was du erzählst. Und versuche mir vorzustellen, welche Angst du lebst seit dem Mai oder schon länger und was du hinter dir hast und was du meinst, eventuell, was dir noch bevorsteht. Ich muss ganz dringend etwas fragen, ehe ich das vergesse. Man hat damals nach der Vergewaltigung mit dem Bruder sind die Spermaspuren sichergestellt worden. Ja. Sind die dokumentiert in dem Krankenhaus? Ich gehe, also es war eine Praxis, eine Praxis einer Ärztin, aber ich gehe ja davon aus, dass... Wenn das ist dein Beweismittel, ja. Wenn irgendetwas ist. Also ich hab ja auch mehrfach... die Ärztin besucht, da ja mehrfach Vorfälle auch mit ihm waren, so wo deutlich anzusehen war, mir halt anzusehen war, dass es nicht freiwillig passiert ist, weil ich auch nicht arbeiten konnte aufgrund dessen. Das heißt, die Ärztin weiß, was da vorgefallen ist? Ja. Oder die weiß dies oder ahnt dies? Ja, sie hat mich ganz klar darauf angesprochen, also als sie mich gesehen hat, also mich direkt angesprochen. Ja, du hast gerade gesagt, ich bin da schon öfters bei der Ärztin gewesen, ja. Aber nicht wegen einer Abtreibung. Nee. Aufgrund der Vergewaltigung, das nicht. Du hast gerade gesagt, Laura, dass man da nichts machen kann im Moment. Ja, ich habe so das Gefühl. Der Meinung bin ich nicht. Der Meinung bin ich wirklich nicht. Ich ahne deine Angst und habe auch höchsten Respekt vor deiner Angst. Die will ich nicht runterreden. Die kann man auch nicht runterreden, wenn man das sich vorstellt, was du schon erlebt hast. Aber man darf solche Menschen nicht laufen lassen. Und vor allen Dingen musst du geschützt werden. Deshalb möchte ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit tun, was du tun solltest. Das möchte ich jetzt hier alles nicht so sagen. Ich möchte, dass wir jetzt gleich im Hintergrund mit dir in Ruhe sprechen. Ich finde, dass rundherum dir jetzt geholfen werden sollte. Das heißt, dass alles in Bewegung gesetzt werden muss, damit du vor diesen Männern geschützt bist. Und vor allen Dingen, dass dir persönlich und psychisch auch geholfen wird. Denn du scheinst ja immer mehr hinein zu rutschen in diese Sackgasse, in die du da geraten bist. Und wenn du dann auch noch Angst hast, dass du deinen Beruf gar nicht mehr ausüben kannst, was ja verständlich auch ist mit den Erlebnissen, die hinter dir liegen. Ja, das ist so das Schlimmste. Also das ist so, wovor ich am meisten Angst habe. Mhm. Ich meine, so, weil, also ich mache das eigentlich auch gerne und ich arbeite eigentlich so gerne, also ich habe so gerne mit denen zusammengearbeitet und es hat mir so viel Spaß gemacht und mir so viel bedeutet und also auf jeden Fall, das kann ich hier schon mal sagen, solltest du, und da werden wir dir gleich auch eine Kontaktadresse geben, unbedingt ganz schnell Kontakt mit dem Weißen Ring aufnehmen. Sagt dir das was? Ja, so. Sagt mir schon was. Ja, da bist du auf jeden Fall auch in sehr guten Händen, was die Beratung anbelangt. Wir werden dir gleich eine entsprechende Telefonnummer geben. Eine Opferhilfsorganisation, die auf sehr hohem Niveau und sehr gut arbeitet und sich eben auch mit so ganz dramatischen Fällen beschäftigt, wie deiner es ist. Wir brechen jetzt das Gespräch hier in der Öffentlichkeit ab. Und du legst auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an. Dann wird sie dir die Informationen bezüglich des Weißen Rings geben und sie wird eingehend andere Dinge mit dir besprechen, was zu tun ist. Okay. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Kraft, Laura. Ja, danke schön. Und alles Gute und alles Liebe, wirklich. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Laura. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt Ekel. Jetzt haben wir gerade eine sehr dramatische Form des Ekels gehört oder die Hintergründe. Aber das Thema ist ja vielfältig. Was ekelt euch sehr? Oder was ist vielleicht das Ekelhafteste, was ihr bisher in eurem Leben erlebt habt, gesehen habt, vielleicht auch gerochen habt? 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr. Hier ist Gitta. Gitta ist 46 Jahre alt. Hallo Gitta. Hallo Gitta. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Du schaltest bitte den Ton vom Radio oder Fernsehen ganz runter. Ja, mache ich. Liebe Gitta. Ja.
Du hast dich zum Thema Ekel gemeldet. Richtig. Warum? Ja, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ich bin 15 Jahre lang mit einem Mann zusammen gewesen. Der hat mich nicht so richtig, ich habe das schon vorher gemacht, in Bars gearbeitet und so. Und er hat das ausgenutzt und meinte denn, um das richtige Geld zu verdienen, müsste man halt eben ein bisschen härtere Schienen fahren. Und das habe ich dann natürlich auch getan. Was heißt das, härtere Schienen fahren? Ja, so sadomaso-mäßig, dass die Männer mit, ich sag's mal grob, ankacken, anpissen. Aha. Also hast du als Prostituierte gearbeitet? Richtig. Als Prostituierte, vorher auch schon, aber eher so die normale Form. Ja. Und dann hat dieser Partner gesagt, das muss härter werden, weil man da vielleicht auch mehr Geld verdient. Richtig. Und hat dich gezwungen, so etwas zu machen? Jein. Feinfühlig hat er mich dazu geführt, sagen wir mal so. Ja. Dann ist es dazu gekommen, dass du mit Kunden in Kontakt kamst, die diese fürchterlichen Sachen mit dir gemacht haben. Richtig. Das heißt, die haben dich angekotet. Nein, umgekehrt. Ich musste die ankoten. Du musstest das machen. Ja, kann man das so auf Knopfdruck? Ja, das hat er mir beigebracht, wie das funktioniert. Wie funktioniert das? Mit Abführmitteln oder wie macht man das? Ja, nicht so direkt, mehr hier so mit Trockenobst und zu bestimmten Zeiten essen und ich habe ja auch auf Termine gearbeitet. Das heißt, du konntest dich da so drauf einrichten, dann und dann kommt er und dann könnte... Richtig, genau so sah es aus. Boah, das finde ich so krass, sowas. Das finde ich so absolut ekelhaft. Ja, richtig. Das hat mich nach einer Zeit einfach angeekelt. Ich konnte es nachher auch nicht. Peter, ich muss dich jetzt fragen, wir wollen gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. Aber da wir alle das irgendwie nicht wissen, die wir da nicht betroffen von sind, wie geht denn sowas? Du bist Prostituierte und der Kunde verlangt von dir, dass du ihn ankackst. Wollen wir es ausdrücken? Ja, richtig. Wohin? Auf seinen Bauch? In sein Gesicht oder wie? In den Mund. In den Mund? Ja. Boah. Und hat es denn auch vor meinen Augen gegessen? Nein. Ja. Du hocktest über ihm? Ja. Ich meine, das ging eigentlich immer schnell. Er war in 20 Minuten war er weg und dann hatte ich 500 D-Mark verdient. War viel Geld. Ging es denn da auch dann noch um Sexualität oder nur darum? Dabei hatte er Spaß, dabei hat er seinen Orgasmus gekriegt, wenn er das kaute. Indem er sich selbst befriedigt hat, oder musstest du das machen? Nein, da brauchte man nicht viel zu tun, das ging von alleine. Das ist ja unfassbar. Das hat ihn so aufgegeilt, da brauchte man nichts anzufassen, gar nichts. Das heißt, es gab keinen Geschlechtsverkehr? Richtig. Es gab nur diese Entleerungsaktion? Ja. Wo hat das stattgefunden? Bei dir in der Wohnung? Ja. Auf dem Bett? Ja. Da musstest du ja jedes Mal das Bett neu beziehen danach. Dafür haben wir Gummitücher, Handtücher ausgelegt, damit sowas schnell zu beseitigen ist. Unfassbar. Gibt es viele Männer, die so drauf sind? Ja. Es gibt viele, die so drauf sind? Ja. Was sind das für Männer? Aus welchen Schichten kommen die? Aus allen Schichten. Also von ganz unten bis ganz oben. Richtig. Du hast den Manager da gehabt und auch den Arbeiter. Richtig. Die das wahrscheinlich ganz streng geheim halten, diese... Ja, natürlich. Da können die ja nicht mit nach Hause gehen und sagen, hier toll, habe ich gemacht. Das heißt, du vermutest, die haben ganz normale Beziehungen, Ehen, ja. Haben da ihren 0815 Sex? Ja. Hast du eine Ahnung, wie das kommt, dass Menschen auf sowas Perverses stehen? Ich denke mal, die werden arbeitlich, von der Arbeit her zu sehr unter Druck gesetzt und müssen da irgendwie ein Ablassventil aufmachen. Das kann ich noch verstehen im Sadomaso-Bereich. Ja. Aber dieses kann ich dann auch nicht mehr mit Druck mir erklären. Das muss doch irgendwas ganz, ganz, ganz merkwürdig sein, was in der Psyche da abgeht bei diesen Menschen. Das ist das, was ich ja auch nicht verstanden habe. Aber es war immer so, dass du der Aktive, die Aktive richtig, warst. Richtig, genau. Ja, andersrum hätte ich es auch nicht mit mir machen lassen. Ja. Wie lange hast du das gemacht? 15 Jahre lang. 15 Jahre? Ja.
Trotz, obwohl es dich so angeekelt hat? Ja. Warum hast du es denn so lange gemacht? Ja, wir wollten uns selbstständig machen mit einer Diskothek, die sollte 250.000 D-Mark kosten. Und da musste natürlich Geld herbei. Gab es nicht irgendwann einen Punkt, ich meine 15 Jahre ist ja eine unglaublich lange Zeit, wo du gedacht hast, ich kann das jetzt nicht mehr, ich kotze, ich werde ohnmächtig. Richtig, genau das kam ja dann auch und dann habe ich gesagt, tut mir leid, also ich nicht mehr. Hast du während dieser 15 Jahre nur in diesem Hardcore-Geschäft gearbeitet? Also, ja. Also gar nicht mehr als normale Prostituierte? Ja. Dagegen ist der Job einer normalen Prostituierte ja Firlefanz, ne? Ja, richtig. 15 Jahre hast du das ausgehalten? Ja. Weil der Mann dich so unter Druck gesetzt hat? Ja. Ich gehe davon aus, dass du mit dem nicht mehr zusammen bist. Nein, ich bin seit 10 Jahren bin ich glücklich solo. Ich habe natürlich auch kein Vertrauen mehr zu Männern, ne? Mhm. Arbeitest du heute auch noch wieder als Prostituierte? Nein, ganz normal. Ganz normal? Ja. Mhm. Wirst du diesem Mann, deinem Partner, vor, dass er dich dazu dazu gezwungen hat? Ja. Obwohl du anfänglich auch, du hast gerade gesagt, jein, also ein bisschen hast du auch mitgemacht. Natürlich, mich hat auch das Geld gelockt. Ich wollte ja auch gucken, dass so schnell wie möglich Geld zusammenkommt, weil umsonst tut man das nicht. Nach wie viel Zeit hat es gedauert, bis du eigentlich innerlich schon gedacht hast, das kann ich eigentlich nicht. Ich mache es nur noch wegen des Geldes. Oh, eigentlich von Anfang an. Von Anfang an. Wie viele Männer hattest du da in der Woche? Am Tag 10. Am Tag 10? Ja. Aber du kannst doch nicht 10-mal dich entleeren am Tag. Ja doch, die brauchten ja immer nur ein bisschen was. Boah, ich fass es nicht. Und ich habe dann auch keine kompletten Mahlzeiten zu mir genommen, halt eben immer alle Stunde etwas. Das heißt, du hast dein ganzes Ernährungssystem umstellen müssen. Richtig. Du konntest nicht mehr einfach abends mal ein Steak essen gehen und fritten und so, sondern okay. Weil die dann wieder schlecht verdaut wurden. Und richtig. Was hast du denn dann, außer den Trockenpflaumen, was du gerade gesagt hast, wie hast du dich ernährt? Was hast du gegessen? Ja, es sollten ja auch Sachen sein, die nicht unangenehm schmecken im Nachhinein. Ja, hör mal. Ja, was hast du gegessen? Ja, so Brötchen mit Marmelade, so in diese Richtung. Frisches Obst auch? Frisches Obst, ja. Trinken durfte ich nur Limonade, weil die dann am Ende auch wie Limonade schmeckte. Das heißt, du musstest die auch anpinkeln? Ja. Das haben die auch dann getrunken? Ja. Ich bin völlig von Sorgen, dass du das 10-mal am Tag geschafft hast. Mit der Zeit lernt man das. Hast du nicht gesundheitliche Schäden davon getragen durch diese seltsame Ernährung? Ja, sehr. Nämlich, was hast du? Bitte? Ich sag, welche gesundheitlichen Schäden sind das? Ja, ich habe heute Magen- und Darmprobleme. Mhm. Ich habe starkes Übergewicht. Mhm. Weil ich ja total krank bin mit solchen Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass wie bei einem essgestörten Menschen, ja, genau, das gesamte System durcheinander kommt, ja. Und jetzt bist du übergewichtig. Das warst du damals wahrscheinlich nicht. Ja, ich war noch nie schlank, aber jetzt haut so richtig rein. Was denkst du über, du hast dann ja Hunderte und Hunderte von Männern bedient in dieser Art und Weise im Laufe der vielen Jahre. Ja. Was denkst du über diese Männer? Manche haben mir auch ihre Geschichte erzählt. Manche waren noch dabei, da war die Frau krank. Die konnte halt nicht wegen Krebskrankheit oder querschnittsgelähmt und konnte sich nicht mehr bewegen und all solche Sachen. Da hatte ich ja noch irgendwie Verständnis für, aber dann kamen auch einige und haben gesagt, ja, zu Hause klappt's nicht so. Mhm. Oder ja, zu Hause kann ich bei meiner Frau das nicht verlangen. Mhm. Haben diese Männer ein Problembewusstsein dafür gehabt, dass sie sich selbst in Frage gestellt haben, dass sie selbst irgendwie vielleicht auch dachten, das ist schon pervers, was sie da tun, oder fanden die das alle schlüssig und gut für sich? Ja, also in dem Moment, wo sie bei mir waren, fanden sie es gut. Für mich, ne? Mhm. Was sollten die mir da auch großartig sagen? Ich muss noch mal was Detailmäßiges fragen. Wenn die das denn gegessen haben? Ja. Dann sind die irgendwann dann haben die einen Orgasmus gehabt danach und sind aufgestanden. Ja. Haben die sich die Zähne geputzt und den Mund ausgespült? Ja. Das schon. Hm. Manche hatten ihre Zahnbürste dabei, manche haben nur Zahnpasta benutzt und Mundwasser.
sowas habe ich dann im Bad bereitgestellt, damit die nicht so wieder auf die Straße gehen mussten. Ne? Unfassbar. Es ist ja abgesehen davon, dass es pervers und ekelhaft ist, es birgt ja auch viele gesundheitliche Gefahren für den. Aber das hat denen nichts ausgemacht. Aber so viele Leute, die das machen, das glaubt man gar nicht. Du hast gerade gesagt, dass die kamen aus allen Schichten. Ja. Wie war es denn mit dem Alter? Kamen da auch ganz junge Männer zu dir? Das eher weniger. Das eher weniger. Also das Alter war so zwischen Ende 40, Anfang 50. Ach so, dann doch schon. Bis so 70, 75. Also die hatten alle schon einen gewissen Reifeprozess hinter sich. Ja. Und ja. Ich bin ganz baff, Gitter. Das habe ich noch nicht gehört, sowas. Ich habe gehört, dass es das gibt, natürlich. Aber ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der das so professionell und so aktiv so lange Zeit... Jetzt hast du doch wahrscheinlich immer, wenn du zur Toilette gehst, irgendwie so eine Assoziation, oder? Jetzt mittlerweile nicht mehr. Es sind ja knapp 10 Jahre jetzt auch vergangen. Aber meine Aversion gegen Männer, wenn ich jemanden ansehe und der quatscht mich an und versucht mich da irgendwie anzugraben oder mich kennenzulernen, sei es auch mit guten Absichten, sehe ich natürlich immer das Bild. Jetzt muss es wieder sein. Wahrscheinlich aber. Ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich aber wird es das umgekehrt auch geben, ne? Dass Frauen so gestrickt sind. Ja. Kennst du da, hast du auch Frauen kennengelernt oder weißt das? Nein, weißt du? Nein. Klar, wird es das andersrum genauso geben. Liebe Gitta, heute bist du aus diesem, Gott sei Dank, da raus, aus dieser Geschichte. Und hast du jetzt einen normalen Beruf, oder? Ja, ich bin jetzt Küchenhilfe. Küchen? Naja, Küchenhilfe. Ja, ist auch okay. Ist alles okay. Ich wünsche dir für deine Gesundheit alles Gute, Gitta. Ja, danke schön. Und überhaupt alles Liebe und vielen Dank auch für die Offenheit und das Vertrauen, dass du hier so solche Sachen erzählt hast aus deiner Vergangenheit. Ich danke dir. Bitte schön, gern geschehen. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer und die hat auch die Christina gewählt. Und Christina ist 25 Jahre alt. Hallo Christina. Ja, hallo. Ich grüße dich. Das war hart gerade, was? Ja, das war richtig heftig. Mann. Christina, aber du hast auch angerufen zum Thema Ekel. Ja, mein Thema ist, dass ich mich vor meinem eigenen Körper ekel und auch halt vor Männern. Warum ekelst du dich vor deinem eigenen Körper? Ich habe ganz schlimme Schuppenflechte. Schuppenflechte? Ja. Am ganzen Körper? Am ganzen Körper, auf seinem Gesicht. Beschreib mal für die Leute, die nicht so genau gleich wissen, wie das aussieht, wie sieht Schuppenflechte am ganzen Körper aus? Wenn sie trocken ist, richtig weiß. Es ist wie eine kaputte Wunde halt, wie scharf. Wie scharf? Ja. Weiß und brüchig. Und brüchig, ja. Es ist halt auch, dass die Haut reißt, wenn meine Haut ganz trocken ist, besonders nach dem Duschen. Ja. Dann kann es schon mal sein, dass das anfängt zu bluten, wenn ich nicht selber irgendwie mich zu Tode schruppe, weil ich es nicht mehr sehen kann. Ja, juckt das auch? Ja, das juckt. Gerade im Sommer ist es am schlimmsten, dann juckt meine ganze Haut. Sie ist angespannt und juckt und ich muss mich wirklich anstrengen, dass ich nicht da selber dran rumknibbel. Nun heißt das ja Schuppenflechte. Fallen denn auch, wenn man dran rumkratzt, so wie Schuppen, so kleine weiße Hautstückchen ab? Ja, das ist eklig. Wenn ich morgens aufstehe, dann ist mein ganzes Bett voller Schuppen. Im ganzen Körper hast du es? Ja. Auch im Genitalbereich? Ja, da fängt es langsam an. Das ist momentan jetzt richtig schlimm. Ja. Also es fängt an, so sich darunter zu ziehen. Und das finde ich halt recht eklig, halt auch gerade in so einem sexuellen Bereich. Ja. Da traue ich mich schon gar nicht mehr an irgendeine Partnerin, also ich bin halt lesbisch, an irgendeine Partnerin ranzugehen oder irgendjemanden kennenzulernen. Ja. Das heißt, du bist solo im Moment? Ich ziehe mich halt momentan sehr zurück. Ja. Ich traue mich auch nicht mehr raus irgendwie, weil das momentan... Ich meinte gerade so auf bezogen, du hast keine Beziehung im Moment, du bist so. Nein, gar nicht. Mhm. Ich kann mich da auch gar nicht drauf einlassen. Das ist halt einmal... Ja klar, wenn man seinen eigenen Körper eklig findet, kann man sich ja gar nicht einem anderen Menschen öffnen, weil man dann immer denkt, der findet das noch ekelhafter und man ist ja völlig verkrampft und dann geht ja gar nichts, überhaupt gar nichts. Ja. Wie lange hast du das schon? Du bist 25 Jahre alt? Ich habe das mit 10 ungefähr gekriegt. Mit 10 Jahren? Bedingt durch ein Kindheitstrauma. Was war da geschehen? Ich bin als Kind sexuell missbraucht worden und vergewaltigt über Jahre hinweg in einem Kinderheim. Aha.
Und durch Ärzte, ich bin so oft zu Ärzten gegangen, ich habe Medizin gekriegt dafür. Gerade Cortison, das habe ich nicht vertragen. Ich habe schon so viel auch ausprobiert. Und diese Schuppenflechte ist halt die totale Erinnerung an diese Vergangenheit. Hm. Momentan ist es halt wirklich so schlimm, weil ein Gerichtsverfahren gegen den Mann läuft. Den habe ich angezeigt, nach 10 Jahren erst. War das jemand aus dem Heim, aus dem Kinderheim? Ja, ein Mitbewohner. Ein Mitbewohner, der du warst wie alt, als der das gemacht hat? Das hat mit 7, 8 angefangen und mit 10 hat es aufgehört, als er letztendlich rausgeschmissen worden ist, weil er sich halt auch in meinen Geschwistern vergriffen hat. Und eigentlich an alle Mädchen, die da gelebt haben. Wie alt war er damals? Ja, über 18. Er war schon ein bisschen älter, geistig behindert. Also geistig leicht zurückgeblieben. Mhm. Das ist natürlich auch momentan seine beste Entschuldigung, dass er nicht bestraft werden kann. Mhm. Und das ist halt so die tägliche Erinnerung daran. Ich könnte kotzen, wenn ich mich sehe. Du könntest kotzen, wenn du dich siehst. Ja. Einmal, weil du siehst, was du siehst und weil du dich auch erinnerst an das, was damals geschehen ist. Ja, also ich habe das Gefühl, so mein Innerstes kehrt sich so nach außen. So. Das ist irgendwie der Ekel, der in mir sitzt schon seit Jahren. Und du meinst, dass durch dieses Trauma, dass durch diesen sexuellen Missbrauch die Schuppenflechte ausgelöst wurde? Ja, also das haben ja auch meine Ärzte bestätigt. Mhm. Also meine Schwestern, die haben keine Schuppenflechte. Dadurch, dass ich meine Eltern auch nicht kenne, weiß ich jetzt halt nicht, ob die da irgendwelche Anlagen haben. Mhm. Weil normalerweise das eine Veranlagung ist. Und durch dieses traumatische Erlebnis oder generell durch diese Erfahrung kann das ausbrechen. Mhm. So, die Veranlagung sitzt im Körper, aber die bricht halt, wenn man Stress hat oder... Womöglich, ja. Ja, dann bricht das aus. Und seitdem habe ich das. Und es wird halt irgendwie von Tag zu Tag schlimmer, habe ich das Gefühl. Eine Frage noch zur Vergangenheit. Du sagst, das war damals vom Alter von 7 bis 10 ungefähr. Ja. Ich meine, mit 7 ist man ja wirklich noch Kind. Hat er dich da als Kind zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Ja. Und das kam sehr, sehr oft vor. Ja. Hm. Dass ich ihn auch befriedigen musste und ich war auch nicht, also meine Schwestern waren auch, also hat er auch was mitgemacht. Er war irgendwie so raffiniert, dass er wirklich alle Mädchen, wir waren 7 Kinder in diesem Kinderheim. Ja. Und alle Mädchen, die da waren, die hat er missbraucht. Mhm. Und immer nachts und... Du hattest auch Angst, so wie das ja bei fast allen Kindern ist, Angst, irgendjemandem was zu sagen davon. Ja, genau. Ja. Es ist oft gewesen, dass ich nachts runtergegangen bin und sagen wollte, so, mir ist was passiert, aber ich habe mich nie getraut. Ich habe dann nach lapidaren Sachen gefragt, so, ich möchte was zu trinken. Ja, ja, ja. Jetzt aber hast es du ist auch nie etwas gemacht worden in dem Kinderheim, als das aufgeflogen ist. Es ist keine Anzeige passiert, gar nichts, er ist nur rausgeschmissen worden. Mhm. Und dann hat... Und jetzt läuft eine Anzeige, sagst du? Ja. Er ist ein geistig behinderter Mann. Ja, also er ist jetzt nicht so geistig behindert, dass er nicht mit sich selber zurechtkommt. Es ist halt so, dass er weiß, was schuld ist und was nicht schuld ist. Ja. Lebt er denn heute auch in einem Heim oder lebt er... Er wird betreut, aber er lebt in einer eigenen Wohnung. Das heißt, das ist juristisch wahrscheinlich sehr kompliziert jetzt. Seine Schuldfähigkeit wird gerade auch momentan geprüft. Ja. Das zieht sich so ein bisschen hin. Lass uns nochmal über deine Schuppenflechte sprechen. Ja. Du hast gerade gesagt, du lebst sehr zurückgezogen. Ja. Was heißt das genau? Mit 25 Jahren ist man ja meistens irgendwie so im Job oder man geht natürlich... Dadurch, das ist halt eine lange Vorgeschichte. Ich bin mit 16 direkt in die erste Klinik gekommen, halt durch die Vergangenheit. Und von da an habe ich bestimmt schon 20 Mal eine Klinik besucht. Ach so. Da war gar nicht viel Chancen, eine Ausbildung zu machen oder so. Ja, genau. Das hat sich dann halt immer in die Länge gezogen, ist halt bis heute. Und jetzt bin ich halt momentan befreit von der Arbeit, weil ich mich auf dieses Gerichtsverfahren konzentrieren soll. Ah ja. Und dann halt hoffen, dass ich dann einen Schlussstrich ziehen kann und dann... Du hattest schon gearbeitet vorher ein bisschen? Ja, ich habe immer so ein paar Jobs gemacht. Mhm. Ja. Aber du wohnst alleine? Ja. Und bist dann auch sehr viel alleine zu Hause? Ja, ich bin eigentlich nur alleine. Ich habe auch keine Freunde mehr. Ich habe mich da so halt abgekapselt, weil ich in keinen Mensch mehr irgendwie Vertrauen habe. Ja, das heißt also, mit niemandem kannst du dich mal ausquatschen oder gar nichts? Auch keine Telefonkontakte mehr zu Leuten von früher? Nee, überhaupt nicht. Gar nichts mehr. Ich habe da auch nicht mehr die Kraft zu. Mhm. Mir raubt schon allein die Kraft, dass ich mich darauf vorbereiten muss, wie der Gegenanwalt mich letztendlich fertig macht. Weil hast du denn jetzt für dieses Gerichtsverfahren oder was immer da jetzt passieren wird, hast du da eine Betreuung an deiner Seite? Ja, mein Rechtsanwalt setzt sich so ein bisschen für mich ein. Aber du hast keinen Psychologen oder so? Nein,
Und du bist auch noch nie psychologisch betreut worden? Aufgrund doch, ich bin aufgrund der Misshandlung bin ich schon 1000 Mal betreut worden. Ja. Ich war auch in stationären Aufenthalten, aber irgendwie kam dann nach dem zweiten Tag von der Krankenkasse, ja, das kann nur eine Krisenintervention bleiben. Mhm. Und das ist halt, da kann man sich gar nicht richtig drauf anlassen. Man braucht ja auch eine Zeit, bis man sich da so ein bisschen einlebt, bis man sich mit dem Therapeuten vertrauen kann. Und dann wird man dann auch schon wieder entlassen. So ist das bis jetzt immer gewesen. Und jetzt ist halt irgendwie das Gefühl, ich habe kein Vertrauen irgendwie mehr darin, dass mir die Leute helfen können. Das hört sich, so wie du es jetzt geschildert hast, ziemlich hoffnungslos an. Ja, fühlst du dich so? Ja, schon. Immerhin hast du die Kraft, diese gerichtliche Sache durchzuziehen. Ja, da ist es halt meine größte Angst momentan, dass ich das überhaupt durchhalte. Aber immerhin hast du dich dafür entschieden, was ich schon mal toll finde. Ja. Und du hast dich entschieden, hier anzurufen. Das ist ja, das sage ich so oft zu Leuten, weil ich das immer so beeindruckend finde, wenn Menschen, die so in einer Isolation leben, sich dann trauen, hier in so einer öffentlichen Sendung anzurufen und dann auf eine Bühne akustisch zu gehen und so normal zu reden. Das hast du jetzt gemacht. Das finde ich ja einen tollen Schritt. Deswegen, das sagt so, weißt du, was mir das immer sagt? Das sagt mir jetzt in deinem Fall auch, dass da noch sehr viel Kraft ist und letztendlich auch sehr viel Wille bei dir, doch die Kurve zu kriegen und vielleicht doch immer richtig Boden unter den Füßen zu kriegen. Du bist ja erst 25 Jahre alt. Ja, ich wünsche mir das auch von ganzem Herzen, dass ich Boden unter den Füßen kriege. Ja. Und du wirkst auch sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen, so im Gespräch. Wirklich. Sodass bei dir, man muss ja rundherum helfen. Man muss einmal sehen, dass man diese Krankheit der Schuppenflechte in den Griff bekommt. Ja. Aber da es ja offensichtlich so einen direkten Zusammenhang gibt mit dem, was dir früher passiert ist, muss ein kluger Mensch sich mit deiner Seele und deiner Psyche beschäftigen. Ja. Ne, so müsste es eigentlich sein. Und damit du den Ekel, deswegen hast du angerufen, damit du den Ekel vor dir wieder loswirst und dich vielleicht auch auf eine Beziehung, du sagst, du bist lesbisch, auf eine Beziehung mit einer Frau einlassen kannst. Ja, das ist so mein größter Traum irgendwie, weil ich das auch brauche. Ich habe das Gefühl, ich brauche das. Warst du denn schon mal verliebt in eine Frau und hattest auch eine Beziehung schon mal? Ja. Ja. Das ist halt letztendlich irgendwie auch auseinandergegangen, weil ich mich dann wieder zu sehr zurückgezogen habe. Ja. Aber dafür lohnt es sich ja schon, für die Liebe und für solche Sachen wie eine Beziehung, all dieses wirklich in sich zu aktivieren, die Kraft, die man braucht. Ja, das schlummert auch irgendwie alles in mir. Das ist ja, dass ich das gerne möchte und dass ich auch das wertzuschätzen weiß, wenn jemand mir gegenübersteht, den ich in die Arme nehmen kann oder der mich in die Arme nimmt. Und das ist eben auch so das Gefühl, ich kann aber nicht diesen Schritt auf diesen Menschen zugehen momentan. Ich hoffe, dass ich es kann, wenn diese blöde Gerichtsverhandlung vorbei ist. Wann wird die sein? Ja, mein Rechtsanwalt meint, dass es jetzt nächsten Monat oder übernächsten Monat ungefähr so sein müsste. Also ich finde auf jeden Fall, und da sind wir dir jetzt gerne gleich auch nochmal behilflich und beraten dich im Rahmen dessen, was wir tun können, dass dann eine wirklich rundum psychosomatische Behandlung anstehen müsste für dich. Ja. Das finde ich absolut wichtig, damit du wirklich einen neuen Anfang probieren kannst. Ja. Was ist denn dein Traum, vielleicht so beruflich mal zu machen, später? Ja, irgendwas, was mit Kunst zu tun hat. Mit Kunst? Ja, ich möchte, wenn ich jetzt das hinter mir habe, möchte ich auch aus dieser Stadt weg. Ich möchte gerne halt nach Düsseldorf. Ja. Aber das ist doch toll. Das sind doch alle schon mal Träume. Das sind Träume, an denen man sich festhalten kann, auf jeden Fall, Christina. Das tue ich auch. Und wenn die auch ganz weit weg sind. Aber ja, es ist immer toll. Ich halte mich da jeden Tag dran fest, sonst würde ich auch, glaube ich, nicht mehr leben. Ja. Also die Träume, die ich habe, die möchte ich auch gerne irgendwann verwirklichen. Genau. So, dass ich momentan auch zu Hause viel male und schreibe. Genau, so musst du es auch sehen. Ich glaube, das ist fast schon eine halbe Therapie, wenn man so einen Traum hat. Denn ein Traum bedeutet ein Ziel. Ja. Und woraufhin man wirken kann und leben sollte. Ja. Liebe Christina, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es schaffen wirst. Ja. Und dass wir uns vielleicht irgendwann widersprechen und dann sagst du, ich bin die von damals mit der Schuppenflechte, ich habe es jetzt geschafft und mache jenes und bin sehr zufrieden. Ja. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an. Und dann könnt ihr alles Weitere besprechen. Ich danke dir, Domian. Alles Liebe und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Markus. Der Markus ist 23. Hallo Markus. Hallo Domian. Hi. Thema Ekel. Ja. Und zwar ist das bei mir der Ekel auch wiederum vor mir selber. Ich meine, ich kann heute sagen, dass ich es einigermaßen hinter mir habe. Und zwar geht es sich ums Bettnässen.
Aufs Bett nässen. So, und zwar habe ich halt zu meinem 12. bzw. 13. Lebensjahr fing das Ganze an. Vorher nie. Mhm. Klar, als Kleinkind schon, aber dazwischen gar nicht. Ja. Fing das halt an, unerwartet halt morgens wach zu werden und dann halt ins Bett gemacht zu haben. Mhm. Das ist das Problem an sich war, dass trotz, dass ich bemerkt habe, dass ich zwar ins Bett gemacht habe, mhm. das heißt also, wenn ich dann halt zur Schule gegangen bin oder so, um 7 Uhr aufstehen musste, bin ich dadurch halt um 5 Uhr oder 6 Uhr wach geworden mhm. und bin anstatt halt aufzustehen oder sowas drin liegen geblieben. Warum bist du liegen geblieben? Da, und ja, und genau da fangen die ganzen Fragen halt an. Ich weiß nicht warum, es ist halt selber, dass ich dieser Ekel zwar vor mir selber, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie dran lag, ob es dieses Schämen oder so. Mhm, vielleicht, ja. Vielleicht in dem Alter, dass man einfach wie gebannt da liegen bleibt und ja, genau, denkt, dadurch geht's vorbei, indem man liegen bleibt oder irgend sowas Absurdes. Ja, es ist halt auch immer dann die Umgangsweise halt, wie gebe ich mich anderen Menschen, die es eventuell wissen. Ja, wie hat denn deine Mutter damals drauf reagiert? Da muss ich sagen, ich bin also im Heim groß geworden. Ja. Und da war natürlich dann schon sehr ein mega großes Problem. Ich habe zwar das Glück gehabt, aber was heißt das Glück, aber also für mich Glück, dass auf der Gruppe, wo ich gelebt habe, noch so ein Fall mhm. war. Mhm. Und das in der Hinsicht also außer meiner Bezugsbetreuerin halt der einzigste Ansprechpartner in dieser Hinsicht war. Wie hat denn die Bezugsbetreuerin, wie ist die damit umgegangen? Also die sind halt, wie Pädagogen halt mit sowas umgehen, also relativ neutral halt immer, also ja, und kann ja mal passieren und so, nur das Problem war halt, für mich selber reichte dieses kann ja mal nicht passieren nicht aus. Na gut, es kann ja auch mal passieren, aber als du dann gemerkt hast, dass das immer und immer wieder passiert, so war es doch, ne? Ja, also es ist praktisch so dieses typische Lotto-Prinzip, es war mal ein Sechser im Lotto, wenn es mal nicht war. Ja, dann hätten die doch eigentlich aufmerksam werden müssen. Und du bist ja erst 23 Jahre alt, also vor 10 Jahren war man ja schon in der Pädagogik so weit, dass man da hätte irgendwas unternehmen sollen müssen. Es war der Verdacht, ich hatte damals einen ziemlich schweren Unfall mit dem Fahrrad. Also ich bin auf dem Fahrrad unterwegs gewesen und bin von einem LKW angefahren worden. Mhm. Und habe dadurch die Splitter von dem Scheinwerfer halt in der Bauchgegend gehabt. Mhm. Und da haben die Ärzte halt gedacht, oder beziehungsweise die Betreuer gesagt, dass es halt daran liegen könnte. Es war auch der Anhaltspunkt da, mhm. Da nämlich meine Harnröhre nicht jetzt komplett durchtrennt wurde, aber ich hatte ein Problem mit dem Schließmuskel. Ach so, also man hat eine körperliche Ursache vermutet. Ja. War es denn eine körperliche Ursache? Also im ersten Sinne, klar, ich war auch froh, weil für mich war zumindest ein Anhalt oder ein Ansatzpunkt für eine Erklärung da. Aber dann hättest du ja am Tage beispielsweise auch Urin so lassen. Ja, das Problem, ja, das waren ja dann die ersten Fragen, die dann für mich aufgetaucht sind. Warum passiert mir tagsüber sowas nicht? Ich habe das heute zwar immer noch, dass ich, wenn ich merke, ich muss auf Klo, ich muss innerhalb der nächsten 5 Minuten auf jeden Fall... Ja. Irgendwas, ob es ein Busch ist oder jetzt wirklich eine Toilette oder so, wäre natürlich immer besser, dass es halt da ist. Ja, wie ist es denn heute in der Nacht? Passiert es heute ab und an auch noch? Es ist heute nicht mehr so. Ich habe es wurde dann mehrere Operationen waren dann da. Mhm. Der Fehler wurde vom Körper her behoben und es war immer noch so. Also es war eine körperliche Ursache durchaus da. Ja, also aber es war auch was Psychisches da. Genau. Mhm. Deswegen, ich bin dann in Therapie gegangen, mhm. jetzt nicht allein deswegen, aber man hat gedacht, vielleicht würde man da vielleicht auch mhm. was rauskriegen oder woran es liegen würde. Hab dann 8 Jahre lang diese sogenannte Spieltherapie und so 8 Jahre. Gemacht. Und das hat ein bisschen geholfen? Oder? Also, jetzt speziell auf das Bettnässen rein gar nichts. Was hat dir denn geholfen, wenn du sagst, heute hast du es nicht mehr? Ja, das ist die Frage, ich weiß es nicht. Also ich habe mit 17 aus der Jugendfürsorge entlassen worden, auf eigenen Wunsch. Mhm. Und bin dann halt auch in meine eigene Wohnung gekommen, habe dann noch ein halbes Jahr betreutes Wohnen und so gehabt. Da ist das weiterhin noch passiert. Bin dann aber, als dann mit 18 dann auch die Fürsorge abgesetzt worden ist, ist es dann
unregelmäßiger geworden. Also das heißt, in dem Moment, wo du frei warst, sage ich mal, und eigenständig, hat es aufgehört. Ja, genau. Also peu à peu. Weil du bist 23 Jahre. Wann hast du das letzte Mal Bett genässt? Das letzte Mal ist jetzt, also ich wohne jetzt zurzeit wegen Arbeit bedingt bei einer guten Freundin von mir. Und also das letzte Mal war jetzt bei mir selber zu Hause privat. Ja, wie lange ist das her? Ja, ungefähr 3 bis 4 Wochen. Ach doch, dann passiert es doch ab und an, wie passiert es wieder mal? Es ist heutzutage, also im Prinzip ist es genau umgekehrt. Heute ist es so, dass wenn ich ins Bett mache, ungefähr so wie damals, wenn ich nicht ins Bett mache. Ach so, genau. Also es ist heute nur noch so 2 bis 3 Mal im Monat. Und das bewirkt dann, dass du dich vor dir selbst schon ekelst? Ja, und es ist halt diese Frage, warum, also dieser Ekel, also ich habe dann, ich krieg dann so Sachen wie halt Plack oder sowas, sowas kommt dann durchaus vor, wenn ich halt dann aufwache morgens. Es ekelt mich ja selber an. Ich, im wahrsten Sinne des Wortes, damals war es, dass ich abends wirklich drum gebetet habe, dass es nicht passiert. Bist du in einer Beziehung? Ich war in einer Beziehung, das hat jetzt also ich war 3 Jahre lang. Ging das da gut in der Beziehung? Ging 1,5 Jahre lang, also ich habe 1,5 Jahre über Ausreden oder sämtliche Einfälle verschwiegen oder beziehungsweise halt immer wieder umredet bekommen. Nur irgendwann war dann halt mal die Situation, wo es dann wirklich gar nicht mehr ging, wo ich dann praktisch vor die Wand gelaufen bin. Ich lag dann morgens da und jetzt ist halt passiert. Wie hat deine Freundin darauf reagiert? Ja, das war halt das Problem. Trotz, dass ich sie halt schon so ewig lange kannte, wusste ich es nicht, weil es ist auch heute noch, wenn es halt heute irgendwo passiert, man weiß ja nie, wie reagiert ein anderer Mensch. Ja, aber wie hat denn deine Freundin reagiert? Sie hat eigentlich relativ gelassen. Für meine Ansicht natürlich sehr, sehr froh. Klar. Jetzt hast du schon so viele Jahre Therapie hinter dir und du sagst, bezogen darauf, eigentlich hat das nicht so viel gebracht. Vielleicht ein bisschen, aber nicht richtig was. Und so als leichte Bedrohung oder als leichter Schatten schwebt das immer über dir, dass es passieren könnte. Auch heute noch, also es ist nicht mehr jeden Abend, aber es kommt schon vor, dass ich abends im Bett liege und dann denke, ja gut, ey, das ist jetzt so lange gut gegangen, warum denn jetzt nicht auch? Und es ist halt immer das Schlimmste, ist halt immer halt in den Situationen, wenn man halt bei Fremden... Ja klar, kann ich verstehen. Und, Markus, wir wollen mal überlegen, ich weiß das nicht genau, meine Leute werden sich jetzt mal ein bisschen schlau machen. Vielleicht können wir dir, obwohl du wahrscheinlich schon ganz viel versucht hast und geguckt hast und dich informiert hast, aber vielleicht können wir dir ja doch noch irgendeinen Tipp geben, der dich eventuell weiterbringen könnte. Ja, das wäre sehr super. Dann würde ich dir jetzt auch sagen, dass du auflegst und wir rufen dich gleich. Das kann vielleicht noch eine Weile dauern, aber wir rufen dich auf jeden Fall im Laufe der nächsten halben Stunde, sagen wir mal so, noch zurück. Ja, okay. Okay, dann wünsche ich dir auch von Herzen alles Gute. Ja, ich dir auch. Auf Wiederhören, Markus. Okay, tschüss. Tschüss. Und der nächste Mann ist hier. Und der heißt Christian und ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Christian. Hallo? Hallo, ja. Ich bin jetzt aufgeregt. Ja, ich spreche aber mit Christian. Genau, ja. Aus Klagenfurt. Ja, ich möchte mich nicht bedanken, dass ich so lange in der Warteschleife habe sein dürfen. Ja, aus Österreich. Aus Österreich, aus Klagenfurt beim Wörthersee. Aus dem schönen Klagenfurt. Ja. Lieber Christian, weswegen rufst du mich denn zum Thema Ekel an? Es gibt da 2 Hauptbeziehungen zum Thema Ekel, die meinen Körper sozusagen betreffen. Ja. Und das eine ist gleichzeitig ein Fetisch, nämlich meine Schweißfüße. Aha. Und das ist für mich sozusagen der E-Punkt auf meine Sexualität, wie man sich eben von einem Fetisch das vorstellt. Also du ekelst dich vor deinen Füßen? Nein, ich ekel mich eben selber nicht. Achso, aber andere Leute könnten sich davor ekeln? Genau, ja. Vor deinen Schweißfüßen? Genau, ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, wenn man, weil ich dadurch nicht so zugehen kann auf die Menschen, wie ich es mir wünschen würde. Ja. Aber dich selbst machen deine eigenen stark riechenden Schweißfüße an. Habe ich das so richtig verstanden? So kann man das formulieren, ja. So kann man es formulieren. Ja. Mhm.
Das heißt, es hat immer eine sexuelle Komponente. Das hat für mich eine sexuelle Komponente ziemlich stark. Mhm. Wie machst du das denn? Hast du von Natur aus stark riechende Füße oder wäschst du dir die Füße einfach nicht oft? Ja, genau. Ich tue sie nicht oft waschen, also ganz selten. Ja. Das geht dann eher mit dem Duschen oder mit dem Baden mal mit. Ja. Bist du heterosexuell oder homosexuell? Homosexuell, kann man eigentlich sagen. Ja. Wie reagieren denn dann? Ich gehe davon aus, dass du, wenn du mit einem Mann zusammen bist, du auch dann... Ja, es kommt leider nicht so dazu, weil ich eher schüchtern bin. Ja. Und da mal habe ich auch versucht, mich zu treffen mit jemandem und der hat mich dann sofort absolviert, ohne dass ich die Schuhe ausgezogen habe. Ach so, da war das schon vorher, war die Sache schon vorbei. Ja, leider. Hattest du denn schon mal eine Beziehung zu einem Mann? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hm. Hast du denn sexuelle Erfahrungen schon mal mit einem Mann gesammelt? Auch nicht. Auch nicht. Das heißt, passiert eher alles so mit dir alleine und in deinem Kopf? Ja. Ja, mit dem Handbetrieb sozusagen. Ja. Wie erklärst du dir das, dass du noch nie sexuell irgendwie einen Kontakt mit einem Mann hattest? Ich bin eben eher schüchtern und das ist halt dann auch noch ein Zusatzproblem zu diesem Hygieneproblem. Mhm. So, jetzt kommen wir da nochmal drauf zu sprechen. Das ist natürlich in der Regel für die meisten Menschen äußerst ekelhaft, wenn man stark riechende Füße unter die Nase gehalten bekommt oder wenn man die wahrnimmt. Ja. Ist es denn bei dir so, dass deine Sexualität sehr konzentriert ist auf diesen Geruch? Ja, kann man sagen. Das heißt, du kommst erst so richtig in Fahrt, wenn du deine Füße dampfen riechst. Genau. Mhm. Wenn du mit einem Mann, nehmen wir mal an, du wärst mit einem Mann zusammen und du solltest dir vorher die Füße waschen, wäre das kein Vergnügen für dich? Dann mit dem genau, zusammen. Genau. Das gehört sehr zu meiner Sexualität. Mhm. Hast du das so an mir? Das ist auch irgendwo eine Belastung. Mhm. Wäre ja schön, wenn es anders wäre, aber... Eine Belastung, weil es dich isoliert und weil es dich so in eine Ecke gedrängt hat? Ja, kann man so sagen, ja. Mhm. Wie oft wäschst du dir denn überhaupt die Füße? Ja, naja, ja, das kommt schon eher ziemlich selten, also... Einmal die Wochen vielleicht. Ja. Hast du denn auch bestimmte Techniken, damit sie besonders stark riechen? Also ich weiß nicht, dass du jetzt mit Gummistiefeln rumläufst oder? Ja, ich trage halt ziemlich viel meine Schuhe. Was machst du? Ich trage ziemlich lange und viel ein und dieselben Schuhe. Ja, ja. Und das ist dann für dich ein Fest? Wenn du irgendwann die Schuhe ausziehst und du riechst das und dann geht's los und du onanierst. Ja. Kann man so sagen. Ja, genau. Mhm. Weißt du, was mich ein bisschen stutzig macht, Christian, dass du gerade gesagt hast, dass du mit deinen 36 Jahren noch nie eine Liebe und auch noch nie Sexualität erlebt hast. Ja, ich war schon verliebt, aber das bringe ich nicht über die Lippen des meinen den Menschen eben das zu sagen. Ja. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin schon praktisch ein Frühpensionist. Frühpensionist, ah ja. Ja. Mhm. Und du lebst dann vermutlich sehr zurückgezogen in deiner Wohnung? Genau. Und hast du denn zumindest einige Bekannte oder Freunde, mit denen du ab und zu mal was unternimmst? Ich habe einen Kumpel. Mhm. Der ist allerdings halt ein Hetero-Kumpel. Mhm. Mit dem tue ich manchmal essen gehen. Ja. Und ansonsten habe ich Gott sei Dank noch Familienanhang. Ach so, das gibt es auch noch. Also ja. Du bist nicht so, stehst nicht so ganz einsam in der Welt. Ja, nicht so ganz einsam, ja. Ich würde aber gerne, dass wir mit dir doch nochmal eingehend über diese Beziehungsproblematik reden. Ja. Du hörst die Musik. Ja, das ist nur mehr
paar Sekunden wahrscheinlich Sendezeit. Ja, aber du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Lieber Christian, ich muss Schluss machen. Ja, du legst auf, wir melden uns gleich wieder.